So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu der weiteren Folge von Hero of the Kingdom 3. Ja, wir machen hier weiter. Fehlt uns immer noch der Hermann. Ach genau, ich wollte jetzt erstmal die 5000 Gold haben. Die habe ich ja jetzt auch. Das heißt, dieses Achievement brauche ich nicht mehr. Also jetzt kann ich das Gold ausgeben. Jetzt kann ich mir alles kaufen, was ich möchte. Ah doch, hier unten geht es auch noch weiter. 5 Heiltränke. Ja, ich habe die ganzen Bären zwar verkauft, aber ich müsste eh die anderen irgendwie mal wieder abgrasen. Aber ich mache das halt immer so lange, bis ich halt die Fähigkeit Maximum habe, zumindest das Abgrasen. Ne, das könnten wir uns dann vielleicht kaufen, ne? Geld haben wir ja ein bisschen. Geben wir erstmal die Bären auf. Ja, die Bären können wir ja parallel auch noch zupfen. Ich weiß gar nicht, ob die ja schon 100 in Kräuterkunde haben. Haben wir schon, ja. Da hinten geht's auf jeden Fall noch weiter, ne? Will ich natürlich erkunden. Wichtig. Nein, geht nicht weiter. Okay. Mein Silberspeer ist kaputt und ich brauche einen Feuertrank. Na gut. Will ich eigentlich nicht machen. Eigentlich hätte ich schon Bock hier das zu schmieden, ne? Das ist eigentlich schon viel wichtiger. Schmieden kann ich hier und ich kann mir die jetzt sogar machen. Hammer. Aber ich glaube, den habe ich noch, sollte ich einen Speer machen. Ist okay. Ja, ich weiß, das ist teuer, aber es ist nun mal so, ich brauche das. Ich muss sagen, aber ich habe keine Minen, ne? Ich habe gar keine Möglichkeit, Erz abzubauen. Das ist ja eigentlich das, was... das ist alles nervig. Das, was man hier hätte machen sollen. Ich habe es mir stattdessen gekauft, was einfach mal doppelt schlecht war, ja. Ich kann mir aber nicht ständig für 250, 350 Gold Dings kaufen, das geht nicht. Sie müssen was schmieden, wir müssen schmieden, schmieden, schmieden. Na, wir hätten so viel Erfahrung bekommen. Einen Hammer kann ich leider nicht schmieden. Aber... ja, er könnte mir einen Hammer geben. Ich werde noch ein bisschen schmieden, das heißt, ich brauche mindestens 3 Hammer bestimmt. Bin mir ziemlich sicher, dass wir noch ein paar Mal kaputt gehen werden. Komm, gib mir die silbernen Dinger. Wo ich halt Silbererze, ne? Das ist halt ein bisschen teurer noch. Vierziger Kunst und ich habe noch nicht genug anscheinend. 32. Das ist halt aber auch erst nur das Silberschwert, ne? Muss halt noch der silberne Kriegshammer, der Silberschwert kommen. Und das muss ich ja nicht auch craften. Kann ich die Waffe? Ich glaube, die kann ich nicht verkaufen. Es gibt keine, die kaufen möchte. Zur Zeit zumindest nicht. Okay. Ich glaube, da komme ich jetzt erstmal nicht drum um 250 Gold. Ist das ärgerlich, ey. Muss doch nicht sein. Vor allem gehen die so schnell kaputt, ja. Und immer noch ein Feuertrank. Für die Großen brauche ich Feuertränke. Dafür brauche ich Schwefel. Und na gut, das kriege ich ja leicht abgehackt. Das ist dann jetzt nicht so das Problem. Oh, Schwefel, okay. Aber wir haben jetzt erstmal, wobei es kommen ziemlich viele von diesen roten Viechern. Oh, das ist aber eine Silberader, nice. Die nehme ich natürlich sofort mit. Her damit. Oh, wir kennen erstmal die, die für die Story relevant sind. Die wir umgehen können, werden wir. Das kann doch nicht sein, dass der schon wieder kaputt ist nach 2 Kämpfen. Naja, da weißt du aber schon, du hast zu schmieden, ne? Du sollst schmieden. Ist das ärgerlich, ey. 120 Erz kann ich mir nur kaufen von dem ganzen Geld. Achso, ich brauche gar nicht so viel. Welche Silberwaffen werden machen werde. Ich habe
glaube ich, 33 müsste ich haben. 34, okay, na gut, 1 ist aber nicht so schlimm. Achso, ich brauche eh 3. Okay, da ist ja meine Rechnung eh fail gewesen. Ich habe gedacht, ich brauche nur 2, aber das waren dann die normalen Waffen. Dann schmiede ich mir ganz viele Silberschwerter. Ich könnte natürlich auch die hier machen, halt mit dem Risiko, dass ich halt kein Level abbekomme, ne? Hey. Ich habe keinen Hammer mehr, doch. Ich habe keine Ausdauer mehr? 1000 weg? Wow. Wow, okay, ich war schon im richtigen Menü. Ich brauche hier Wasser für. Ich habe mir ernsthaft gerade 1000 Nahrung gesnackt, Alter. What the fuck? Ich habe überhaupt gar keine Ausdauer mehr. Ich bin wirklich auf 0. Ich kann ja nicht mal das machen. Eieiei, ach stimmt, für das Craften brauche ich ja auch was, ne? Eieiei, nicht mal Wasser kriege ich her. Ohne Ausdauer. Krass. Das war heftig, ja. Meine Güte. Ich nehme mal Wurzeln, Eier haben wir noch, hier haben ganz viele wilde Tiere. Ich nehme ein bisschen mehr Wasser mit noch. Ich nehme 18 Bottiche mit. Ist ja ein Packel, dieser kann jetzt schon alles mitnehmen, ohne Probleme. Und die Bären können wir noch pflücken. Wobei ich ja eher die anderen bevorzugen würde. Ja. Die anderen. Die zum Abernten. Das muss ein wildes Tier sein. Krass, ey. 1000 Ausdauer weg. Damit wärst du in Hero of the Kingdom 1 und 2 das gesamte Game gerannt, wahrscheinlich. Aber hier ist alles sehr, sehr teuer. Ja. Aber ist ja auch in Ordnung so. Ja, wir haben auch unendlich Möglichkeiten hier was zu bekommen. Da haben wir die roten für die Tränke. Ob in der Mine hier in der Höhle auch was ist zum Abernten? Bestimmt, wa? Bestimmt auch Erz sein. Auf so einer Fläche ist mega viel Zeug zum Abernten. Wahnsinn. Pilze sehe ich noch zweimal. Und das war's, dann haben wir es auch leer gesaugt ins Screen. Dann schauen wir mal. Hier haben wir Schwefel, sehr gut. Da unten haben wir noch eine Kiste. Mit 5 Gold. Bloß nicht übertreiben. Das kann ich leider noch nicht abernten, oder? Ich bin, glaube ich, noch nicht so weit. 75. Aber knapp. Jetzt müssten überall eigentlich die Ärzte wieder nachgekommen sein. Das heißt, wir werden die uns mal alle reinziehen. Na, ich weiß nicht, ob ich den Fuchs jagen soll oder nicht. Keine Ahnung, da ist ein Hirsch, nice. Na, wenn wir den auf jeden Fall mitnehmen. Der zählt auf jeden Fall zu den wilden Tieren, genauso wie die Eber. Und der bringt auch wahnsinnig viel, dieser Hirsch. Holy moly. Oh, 2 verlorene Kisten. Zweffel! Ist gut für die Feuertränke. Die wahrscheinlich jetzt viel brauchen werden. Meine Spitzhacke ist zerbrochen. Na, ist ja kein Ding. Hab ja genug Ersatz dabei. So, wir gehen erstmal jede Höhle abchecken. Und so, kann man auch noch die Algen mitnehmen. Bringt gut Geld. 3 Stück. Da haben wir 60 Gold. Die sind 14, ne, die sind 20. Die Wölfe waren 40. Heiltränke nehmen wir mit. Huch! Mensch, ihr euch schon lange nicht mehr gewesen, ne? Ist ja auch 2 aus, dann sehr gut. Oh, 3 sogar. Da oben ist auch noch einer. Boah, aber heute 400 Eier. Nice. Geschickter Räuber.
Habe ich mich mal ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ach, keine Ausdauer mehr. Ach genau, ich wollte Gulasch machen. Jetzt habe ich mir Wasser geholt. Fleisch, Pilze, Wurzeln, Salz. Da habe ich alles eigentlich genug. Die Pilze, wobei eigentlich die Pilze müssten auch wahnsinnig viele da vorhanden sein. Also ich müsste tausende Gulasche kochen können. Gulasche? Gulaschs? Und ich werde besser am Kochen. Vielleicht gibt es ja auf 100 noch so einen richtig krassen Skill. Auf 100 kochen, ne? Müsste, das fehlt noch so ein bisschen, ne? Bei 100. Das haben wir bisher noch bei nirgends was gehabt. Dass man so einen richtig fetten Overpowered Skill bekommt. Kochen, Alchemie, Abgrasen, weißt du, so eine Fähigkeit. Wenn man 100 angekommen ist, alle Gräser, die du jetzt aberntest, die sind doppelt so effektiv oder so. Das wäre natürlich mega nice. Oder beim Kochen. Bei 100, alles, was du jetzt kochst, ist doppelt so viele Mahlzeiten. Wäre das nicht geil? So eine kleine Belohnung, was man endlich mal 100 erreicht hat? Wäre doch mal was, oder? Okay, jetzt werden wir erstmal gleich essen. Dann haben wir auf jeden Fall wieder so 500, 600 Nahrung. Erhöht die Kochenfähigkeit auf 100. Na, gucken wir mal. Meisterkoch. Vielleicht ist es ja so. Vielleicht habe ich dem Spiel ja gerade Unrecht getan. Naja, dämliches Spiel. Joke. Speisen wir erst einmal ein bisschen. 150. Ist nicht so viel. 220. 300. Die will mich doch verarschen. 410. Was sind 96er, wenn's cool? 94. 570. 570 und 90 sind wir bei 640. Also etwa, okay. Hab ein bisschen großzügig gerundet anscheinend. Drei Perlen hier bekommen, nicht schlecht, 330 Gold. Wahrscheinlich werde ich am Ende wieder mit 10.000 Gold in der Tasche das Game beenden, ja, weil ich ja immer so bin. Dass ich ein bisschen zu viel anhorte und das halt nicht ausgebe. Das ist natürlich zwar mal schade, aber ist halt mein Zeug. Ich will es nicht weggeben. Eine Spinne, die haben wir glaube ich noch gar nicht gekillt. Weg mit dir. Hat doch ja auch nicht so viel gemacht. Und jetzt müsste das ganze Erz wieder nachgespawnt sein, ne? Aber Salz, Salz will ich eigentlich nicht haben. Komme ich da nicht hin. 77. Schauen wir mal. Okay, Salz brauche ich ja zum Kochen, ne? Schon mal wichtig. Kann man doch mitnehmen. Ach, hier war ich vorhin gewesen, deswegen ist hier nichts mehr. Ich glaube, ich habe das vorhin schon mitgenommen. Glaube ich zumindest. So, ein Ebber. Dann haben wir schön Kräuter für neue Tränke. Auch wenn es immer nur so drei Ausdauer ist, die man hier abgibt, ne? Aber das läppert sich voll krass. Wurzeln nehmen wir mit. Ich glaube, die brauche ich aber gar nicht mehr. Hier, neuer Hirsch. Her damit. Bin ich bei 100? Ich bin noch nicht auf 100 bei Bogen, ne? Da bin ich schon. Alles für die Achievements, Freunde. Alles für die Achievements. Ich weiß nicht, das gehört wahrscheinlich auch zum wilden Tier, aber ich will lieber eher andere killen. Füchse und so, ne? Feuerblumen? Ne, Honigblumen. Na gut, nehmen wir trotzdem mit. War unbeabsichtigt. Da, sehr gut. Neue Algen. Stimmt, brauchen wir auch noch Angeln. Okay, die Algen sind natürlich auch wahnsinnig viel Geld. Das ist krass. Salt. So, haben wir hier noch irgendwas? Dann Fuchs, eine Ziege, Heiltränke, sehr gut. Neues Schloss wieder. Trotzdem die Frage, wo kriege ich Dietrich her? Ich habe keine Ahnung, weil mir alle Dietrich hier langsam kaputt gehen. Was habe ich denn noch? Das ist eine sehr gute Frage wahrscheinlich. Einen! Oh oh.
Dreck. Das ist wirklich Dreck. Oh, da ist ein Wildschwein hinter dem. Hinter dem Bäumchen hat sich ein Wildschwein versteckt. Ich denke, unsere Kampfkraft werden wir alleine auf 100 kriegen, ohne hier etwas abgrasen zu müssen. Aber. Komm. Gib's mir. Gib mir die 100 Eier. Gib mir den 80er Skill. 80, 60? 79 oder 78. Gleich, Leute, gleich. Können wir das Kristall abbauen. Dass wir für je 77 Gold verkaufen können. Ist jetzt nicht wenig. Aber ich kriege hier sehr, sehr wenig Skill gerade. Wahrscheinlich, weil ich immer nur Kupfer abbaue und halt keine Silber, keine Silberadern. Oh, das ist aber kein Silbererz. Sehr gut. 60 erreicht, das heißt, wir können jetzt abbauen. 60, 80. Ja, damit. Vielleicht zwei? Ah, nein. Wie langweilig. Das war hier oben. Naja, hier und hier. Und das war raus. Okay. Dann nehmen wir uns ein paar Eierchen mit. Ich glaube, Eier haben wir genug gefunden gehabt, ne? 300 oder so. Ein neues Schloss. Na. Feuerblumen? Ah, nice. Ich glaube, hier gibt es keine Honigblumen mehr. In dem Areal. Oh, neues Eisen. Nein, aber das Kristall kann ich abbauen. Neues Silbererz. Fein, fein. Sehr gut, so, jetzt brauche ich aktuell nicht mehr. Zwei neue Kristalle, wieder 154 Gold. Nehme ich damit. Ist doch kein Ding. Okay, dann würde ich sagen, meine Freunde, gehen wir aus der Höhle raus und machen eine kurze Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hero of the Kingdom 3 und ja. Mal schauen, was es dann beim nächsten Mal gibt. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.